Florent und Paddy, passt ja auch zusammen. Wir sitzen in der Küche. Ihr hört uns schon. Wir quatschen jetzt einfach über den Zinger drüber weg. Wir dürfen jetzt nicht mehr lettern. Ja. Also wir dürfen, aber ab jetzt hört man's. Aber die Schuhe gingen gar nicht. Die Schuhe gingen gar nicht. Ja. Hallihallo, Hallöchen. Ja, ist richtig. Wir sitzen in der Küche. Das ist der erste Rollenspiel-Talk, wo mein Gesprächsgast, Dankeschön fürs Abo, lieber Jüngener, wo mein Gesprächsgast nicht irgendwie online zugestaltet ist, sondern hier sitzt. Und ich freue mich besonders, dass der erste Gesprächsgast, der hier sitzt, der liebe Jens aka Eismann ist. Das ist lange her, ne? Sehr lange her. Ja, aber ich bin nach der Ankündigung gefragt worden, Jens Ulrich, Eismann? Ja, und ich habe gesagt, jo, der Eismann. Also Jens und Jens sitzen heute hier und ich freue mich, dass ein guter alter Freund heute hier ist, um mit mir zu reden. Wir kennen uns seit immer. Lang. Ja, du warst Zivi und hast Leute zur Koloskopie geschoben. Ja, wir haben Schläuche in Körper gesteckt. Ja. Also du nicht, du hast Leute dahin geschoben. Einmal auch tatsächlich, ja. Echt? Einmal durfte ich, ja. Aber durftest du selber schieben? Ja. War es für dich genauso schön wie für den Patienten? Ich hoffe, es war schön. Ja, da haben wir uns kennengelernt und seitdem haben wir ganz viel Rollenspiel miteinander gemacht und waren schon Kollegen sogar. Ja, mehrfach. Freiberuflich und festangestellte Kollegen. Und sind beide irgendwie nach Ausflügen woanders hin, doch irgendwie immer wieder zum Rollenspiel im professionellen Sinne auf die eine oder andere zurückgekommen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Dass ich heute Lurch und Lama mache, wisst ihr. Jens, einmal kurz für die Leute. Was machst du momentan als Professioneller, was mit Rollenspiel zu tun hat? Also, aktuell bin ich an der Hochschule Trier, Fachrichtung Intermedia Design. Intermedia Design? Ja, die machen alles zum Thema Film und auch Computerspiele und so weiter. Und zwar in einem in Senior Health Game Lab. Wir machen Therapiespiele für Senioren. Und Senioren spielen ja sehr viele Rollenspiele. Nee, also das heißt, der Schwerpunkt ist jetzt nicht Rollenspieler in dem Sinne, aber ich nutze die Gelegenheit, wenn ich schon mal an der Hochschule bin, auch da Seminare, Vorlesungen zu geben zum Themenfeld Rollenspielentwicklung hauptsächlich, also weil es natürlich Game Designer auch sind, die da ausgebildet werden und da studieren. Und ich sag mal so, das klassische Tischrollenspiel, nennen wir es mal, hat sehr viele Vorteile, was das Lernen von Mechanismen im Game Design angeht, Storytelling und Level Design und auch Regelbau und sowas. Das ist alles, kann man da alles sehr gut abbilden mit sehr wenig Aufwand. Du sitzt da tatsächlich bei den Informatikern, ne? Nee, war ich mal. Also ich habe vor ein paar Jahren war ich schon mal da bei den Informatikern, bei Informatik DMS. Digitale Medien und Spiele, die haben zwei, also die haben an der Hochschule Trier, das ist zwar der größte deutsche Ausbildungs- und Studienstandort zum Thema Game Design, die haben einmal bei den Informatikern einen Fachbereich oder eine Fachrichtung, ich bringe das immer durcheinander. Das ist bei, Fachrichtung oder Fachbereich ist ein Unterschied. Genau, es ist ein feiner, aber kleiner Unterschied. Man kann aber entsprechend Game Design Informatik quasi studieren, also eher Game Programmierung. Und bei in IMD, bei Intermedia Design, das ist also Designer, das ist also eher so ein bisschen Richtung Design und Kunst, nochmal Game Design eher aus der im Storytelling-Richtung oder Visuelles und Sound. Du hast ja ein Rollenspiel tatsächlich originär erfunden, wo man sagt, danke Kirga, wo man sagen kann, das ist deins. Ja. Gewesen, also rechtlich nicht, rechtlich, aber ja. Oder nicht mehr. Hm. Aber du hast die schwarze Katze quasi aus dem Boden gestampft und erfunden. Und du hast die Beta-Regeln für DSA 5 maßgeblich
designt. Nicht nur die Beta-Regeln, also es war ja nur ein Zwischenschritt sozusagen. Okay. Also ich bin damals angestellt worden bei Ulysses zur Entwicklung von DSA 5 Grundregelwerk. Und die Beta-Regeln waren quasi so ein Zwischenschritt, also quasi so eine Werkschau. Ja, auch danach ist natürlich das Grundregelwerk rausgekommen und da, ich habe es vorneweg nicht komplett gemacht, selber alleine gemacht, sondern Naja, war natürlich natürlich eine nicht. Teamarbeit. Wobei es dann gar nicht so groß war, was das Regeldesign angeht, das war mit Alex Spohr zusammen. Teilweise noch, war noch Markus Plötz mit an Bord, der da mit Entwicklungsschübe reingesteckt hat, sozusagen. Dann haben wir zu zwei, zu dritt regelseitig gestemmt. Ja. Wow. Also nicht so, wie es heute da steht, sondern so, wie es im Grundregelwerk steht. Genau, nur das Grundregelwerk. Alles, was danach gekommen ist, da habe ich nichts damit zu tun gehabt. Ich habe im Kompendium, gibt es glaube ich noch so ein paar Textbrocken von mir, die da rumgeistern. Also Kompendium 1, glaube ich. Es gibt dann mehrere. Ab dem Punkt war ich da raus und bin dann auch an die Hochschule gewechselt zum ersten Mal. Habe dann währenddessen so ein bisschen DSK entwickelt, also die Schwarze Katze. Bin dann wieder zurück. Auch zur Förderung von Digitalspielen bei Ulysses. Für die Schwarze Katze war es dann in Diskussion, das auch zu machen. Und bin jetzt dann wieder raus aus Gründen und bin jetzt wieder in der Hochschule. Julian da fragt gerade, wer die Werte für die Boronsichel gemacht hat. Ist das ein Insider? Ich habe keine Ahnung. Ist die Boronsichel überhaupt im Grundregelwerk drin? Ich weiß nicht, das ist jetzt auch Ich schon wieder, glaube ich nicht, glaube, dass 7 Jahre sie. her oder sowas. Von daher, ich kenne da will da nicht drauf wetten. Von daher kann ich es dir jetzt auf Anhieb gar nicht sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ich fand es spannend, weil du uns damals immer wieder, als wir noch in der Spielrunde saßen, auch Dinge gezeigt hast, die du da entwickelt hast, und wir haben dann drüber gequatscht. Es war natürlich super spannend. Azrael sagt, du musst ein absoluter Katzenfan sein. Ja, kann man, also ich mag Katzen, ja. Und ich finde es gut, dass unsere Kater zum Teil ein Versuchsobjekt gewesen sind, was Katzenverhalten angeht für Ja. DSK. Also irgendwie haben die beiden es ja auch in ein Rollenspiel geschafft. Ja, ich glaube sogar namentlich. Irgendwo versteckt in irgendeinem Kommentar oder als Voice in einem Ingame-Text tauchen die tatsächlich mal auf, meine ich. Ach cool, da musst du Ja. nochmal durchgucken. Aber die sind gut versteckt, also irgendwie der Name kommt irgendwie so am Rande und ja. Dafür ist sowas natürlich auch super geeignet. Ja, Anfang, also dein ersten, wobei ich es gar nicht so genau weiß, was war dein erster selbstgeschriebener Rollenspieltext? Was ich so tatsächlich mal nachgeschlagen. Also der erste selbstgeschriebene Rollenspieltext muss irgendwann aus den späten 90ern sein. Das war ein Bestiariumsheft für Midgard. Das habe ich damals mit einem Mitspieler zusammengeschrieben und irgendwann nochmal selber alleine nochmal, weil man wird dann irgendwie natürlich der Meinung ist, man weiß alles besser. Das habe ich noch irgendwo wiedergefunden letztens. Das hatte ich noch irgendwo rumfliegen und das erste veröffentlichte Text ist 2000 in, lass mich nicht lügen, das müsste Mensch und Maschine Shadowrun 3, das Cyberware. Wir haben mit Shadowrun 3 angefangen, Ja, so ein ja. Cyberware-Buch. Das war Shadow Talk, also irgendwelche Kommentare. Da ist der Eismann auch das erste Mal. War der schon? Offiziell drin, ja, müsste Ja. eigentlich. Natürlich, weil In dem ersten Mal Eismann mit drin, natürlich ne? haben wir uns nicht entblödet Und und eigene Charaktere ja, in ständig. großen Mengen da unterzubringen. Ja. Ja, absolut. Da haben wir immer wieder gemacht, ich erinnere mich. Das heißt, also ich bin tatsächlich nominell seit 23 Jahren fröhlich dabei, Texte für Rollenspiele zu bauen. Das ist eine Menge Holz und ich habe ja auch in der Ankündigung geschrieben, dass nur wenige, also es gibt Leute, die länger in der Rollenspielbranche arbeiten, das ist überhaupt keine Frage, aber es gibt nur wenig Leute, die seit so vielen Jahren mitentwickeln, sage ich mal. Jetzt muss man auch sagen, es gibt allgemein nicht sehr viele Das Leute, die stimmt, da erst recht in mitentwickelt sind. Deutschland. Ja. Also Deutschland, die deutschen Rollenspielfirmen neigen ja mehr zum Übersetzen als zum Entwickeln. Was glaubst du als jemand, der entwickelt hat, woran das liegt? Ist, glaube ich, ein Kostenfaktor. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sicherer und günstiger, eine funktionierende Linie zu übersetzen, wo man weiß, da ist Nachfrage da. Also das Risiko einzugehen,
zwei, drei, vier Jahre lang einem Rollenspiel umzuvorstellen. Überhaupt jemanden zu finden, der es macht, von dem man sicher sein kann, der kann das auch. In der Hoffnung, dass die Idee in 4 Jahren immer noch cool ist und irgendwie interessiert. Das ist halt ein Kostenfaktor und ein Risiko, das muss man halt eingehen wollen. Jetzt hast du DSK entwickelt, bevor es einen Käufer dafür gab. Also du hast ja erstmal gemacht. Nee, tatsächlich, also ich habe Nicht? nee, ich hab, ein Exposé abgeworfen für die Schwarze Katze bei Ulysses. Da habe ich ja noch für Ulysses gearbeitet, regulär, war ich angestellt. Da war ich noch bei DSA 5 zugange. Einfach so ein Halbseiter hier, lustige Idee, so und so und so, hatte ich mir das vor. Und dann kam irgendwie monatelang relativ nichts und dann kam irgendwann eine E-Mail, du, wir müssen reden. Und dann kam auch sehr schnell, weil man das bisher noch keiner gemacht und dann ging es los. Also von daher, das war von vornherein quasi ja nicht bestellt, aber schon klar, das wollen wir haben, mach mal. Wie entstehen bei dir solche Ideen? Also ich meine, du hast ja dann auch irgendwann noch mal, ich meine, du hast ja die Katzenidee hat sich dann ja noch zumindest ideentechnisch auf andere Sachen weiter übertragen. Du wolltest ja quasi die World of Darkness mit Katzen. Hattest du zwischendurch mal angedacht Warhammer 40k mit Katzen? Also, der Grundgedanke ist der. Am besten, also für mich ist immer auch wichtig, dass das, was ich mache, auch irgendwie Leute erreicht. Also nicht einfach nur auf die Halde und dann irgendwie in den Schrank rein, sondern schon so, dass das auch auf Interesse stößt und dass Leute das interessant finden, das auch spielen wollen und natürlich auch kaufen wollen. Was muss man ja auch leben dann, wenn man das macht. Und der Gedanke war, dass am besten verkauft, das wissen wir ja alle, Grundregelwerke. Ja. Ja, und dann vielleicht noch andere Regelwerke und dann kommen irgendwann Hintergrundbände und ganz hinten kommen die Abenteuer. So ein Grundregelwerk kannst du aber nur einmal verkaufen, vielleicht zweimal, ja, wenn du irgendwie auch Limited Edition oder sowas, ja, aber grundsätzlich ist die Menge an Regelwerken, die du an eine Person verkaufen kannst, logischerweise sehr gering. Aber wenn ich das an verschiedene Communities ranbringen kann, also eben nicht nur an DSA, sondern eben auch an Vampire und an Warhammer oder was halt so geht, ja, und es ausreichend crazy shit ist, dass es auch lustig ist und Spaß macht, das zu spielen und interessant ist und nicht einfach nur irgendein generischer Abklatsch, ja, weil man halt produzieren muss, dann geht da was. Und deswegen war tatsächlich mal der Gedanke, Vampire wäre doch witzig, weil diese Idee der Maskerade und passt natürlich, es kommt von Vampire, von der Grundidee her, dass also die Katzen Dinge tun und keiner weiß davon und Katzen und die Nacht, Katzen und Vampirismus und das Jenseitige und sowas, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Ja, also das hat sich quasi so mehr oder weniger ergeben von einfach aus der Logik heraus. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich auch oder wäre es die Möglichkeit gewesen, mein eigenes Vampire zu bauen oder mein eigenes Warhammer zu bauen. So wie ich es machen würde, wie ich es für richtig finden würde. Weil natürlich die Geschmäcker da immer sehr unterschiedlich sind und ich habe ein bisschen Vampire gespielt, ich bin kein Vampire-Hardcore-Spieler oder sowas. Ja, so viel Erfahrung habe ich damit nicht. Wir haben ja zusammen auch ein bisschen Ich Vampire mal gespielt, ja. Viel mehr war es auch nicht. war dabei. Also Eben. es war Es war irgendwie ein, zwei Kampagnen und du das magst war's ja dann. keine Vampire. Ich bin kein großer Vampir-Fan, weil ich davon überzeugt bin, dass Vampire eklig, für jeden geistig gesunden Menschen wären Vampire eklig, wenn sie was anderes saugen würden als Blut. Such dir eine beliebige Körperflüssigkeit aus. Ich habe lange über Ja. diesen Satz nachgedacht. Es gibt noch die Emo-Variante, Tränen. Ja, aber auch da, stell mal vor, du hältst dann immer die Zwiebel unter der Nase und musst den dann so abschlabbern und das ist alles Nein, es müssen irgendwie. Tränen der Trauer sein. Ja, super. Ich sag ja, Ja, die diepe macht es jetzt Emo-Variante. auch nicht. Ja, die hören den ganzen Tag nur The Smith. Ja, beziehungsweise zwingen andere dazu. Ja, Also nicht, ja. weil sich selber hilft das ja nicht. Und bei Katzenvampiren könnte ich mir das gut vorstellen. Außerdem gibt es ja diese häufig Katzen mit Überbiss, Ja. die dann so Kuttel hatte diese etwas. genau.
Das kommt zu intensiven Reißzähnen. Gerade bei schwarzen Katzen kommt das wohl immer mal wieder vor. Also ich kenne fast nur schwarze Katzen mit Überbiss, wo man dann wirklich so diese kleinen, dünnen Reißzähne wie so kleine Vampire hat. Und deswegen hätte sich das wirklich angeboten. Und Warhammer einfach, weil es geht. Einfach, weil es so bescheuert ist. Ich glaube, du hast irgendwann mal ein Bild von einer Katze in einer Space Marine Rüstung im Internet gesehen, oder? Ja, auch. Aber tatsächlich ist das eher so ein Ding. Ich finde Warhammer 40k an sich interessant. Ich finde es manchmal so ein bisschen schäbig. Also vom Hintergrund her ist es schon so ein bisschen... Das rutscht schon so ein bisschen nach dem Guilty Pleasure. Ja. Weil das schon echt schwierig ist, sage ich mal, was den Hintergrund angeht an einigen Stellen. Aber ich könnte mir... Von vorne bis hinten. Also Warhammer Fantasy ist ja schon... Warhammer Fantasy ist ja schon special. Weil... ein Spiel, wo Gut und Böse sehr, sehr, sehr genau geklärt ist, gibt dann halt die Freiheit zum Genozid. Ne? Es ist immer in Ordnung, weil es ist klar, die sind böse und die sind nicht nur böse, die sind sogar ansteckend böse. Bei Warhammer ist halt das nochmal potenziert. Ja, also von daher, aber ich fand einfach diese Idee dann irgendwie, dass das irgendwie Katzen Power Armors und so, die dann irgendwie gegen irgendwelche Mutanten und so antreten, das fand ich von der Idee her halt schon so absolut lustig. Weil es das halt nochmal bricht, also diese Herangehensweise, ohne das ins Alberne zu ziehen, aber schon so ein bisschen aus diesem Klischee raus eine Facette einfügt, sagen, die es nochmal in eine andere Richtung pusht. Das ist dir ja bei DSK zum Teil von den DSA-Nern vorgeworfen worden. Es wäre ja total albern, irgendwie dann Katzen spielen, was soll das? Ist das die Kindervariante von DSA? Weil man sagen muss, das wurde benutzt, um dich zu dissen. Ich fände es jetzt nicht schlimm. Also ich mag Kinderrollenspiele. Kinderrollenspiele sind was Gutes. Ist DSA ein Kinderrollenspiel? DSK? Also erstmal vorweg, ich finde es gut, wenn... Also es klingt jetzt sehr seltsam, was ich jetzt sagen will. Ich finde es gut, wenn in der Form gedisst wird, weil es zeigt, dass Leute sich damit beschäftigen. Und dass sie das emotional anfasst und die darauf reagieren. Ich würde mich darüber freuen, wenn das positiv wäre, aber negativ tut es zur Not auch. Weil ich finde es, oder es für mich schlimmer wäre, etwas rauszubringen, egal was es ist, und die Reaktion wäre, ja, ist okay. Oder keiner spricht drüber. Einfach so ein, ja, ja. Ja, ist okay, ja, war ein nettes Buch, habe ich so halb gelesen und ja, war jetzt nicht langweilig. War aber auch nicht interessant, in Fällen zu leben. Es war so, ja, war okay. Und das ist halt, kann man machen, gehört bei größeren Rollenspielen, muss man manchmal auch Sachen beschreiben, die jetzt nicht so mega spannend sind. Aber bei sowas finde ich, es muss knallen. Und wenn so, ich hatte mal vor Ewigkeiten, das war noch zu Shadowrun-Zeiten, gesprochen mit Christian Lonsing. Hallo Christian, falls du das sehen solltest. Und er hat etwas gesagt, was bei mir wirklich tief hängen geblieben ist. Über das Dienstlimit und Diskussion, kann man sowas rausbringen für Shadowrun oder ist das ein Problem oder so. Ich war damals, man war ja noch jung, ja, da war ich selber noch so einer, nie, muss aber jetzt alles in Ordnung haben. Und der hat mir ja mal gesagt, es ist völlig irrelevant, ob jemand das nicht haben will. Es ist nur relevant, ob es jemand haben will. Also, da können noch so viele Leute sagen, nee, es ist doof und langweilig und kacke. Solange du Leute hast, die sagen, es ist richtig geil, hab ich Bock drauf. Läuft, es bewegt sich in die richtige Richtung. Weil sonst kommt entweder gar nichts dabei rum oder eben langweilig. Weil als allen recht zu machen, bedeutet es, Mittelmaß zu produzieren. Fast zwangsläufig. Also außer du bist, keine Ahnung, Michael Jackson oder so. Das war selbst die mochte eigentlich jeder. Nachher sowieso nicht, aber selbst als er noch Musik gemacht hat. Deswegen fand ich das tatsächlich motivierend, solange auch positives Feedback dabei ist. Wenn du nur negatives Feedback bekommst, da ist ein Problem. Das ist auch psychologisch, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Nummer. Es geht. Vielleicht sollte man dann drüber nachdenken, ob die recht haben. Also es ist ja durchaus auch möglich, wenn negatives Feedback kommt, dass das nicht nur nervt, sondern auch stimmt. Ja. Meistens nervt es besonders, wenn es stimmt. Ja, oder muss man irgendwie gucken, was ist irgendwie nur Aggression. Also teilweise ist das ja durchaus auch ein Abbau von Stress. Einfach mal im Internet raushauen.
Und was hat es tatsächlich einen wahren Hintergrund oder was hat da, was ist richtig und was ist eher Rauschen? Aber bei DSK war klar, dass es nicht jedem gefallen wird und das war auch für mich völlig in Ordnung. Das war auch nicht gewünscht, aber schon etwas, was das war klar. Und dann, um dann jetzt den Bogen zu schließen zum Thema Kinderrollenspiel, nö, ist es nicht. War es auch nie, war auch nie so gedacht. Also der Punkt ist der. Es ist eher im klassischen Sinne eine Fabel. Also sowas wie Reineke Fuchs. Oder wenn man es moderner sehen will, sowas wie Animal Farm. Oder Watership Down. Das sind so Filme oder auch Bücher, die funktionieren nur für Kinder, wenn ich die wirklich traumatisieren möchte. Gerade Watership Down. Ja. Also es ist, mich hat es als Kind echt hart Ja. fertig gemacht. Da sagen die Eltern, ist super, das sind so Häschen und so Guck mal, ein gezeichnet. Zeichentrickfilm mit Hasen und der läuft Ja. sonntags nachmittags. Guck den doch mal. Genau, der muss was für Kinder sein. Ja. Von daher, auch wenn man sich mal näher die ganze Sache anschaut, was da teilweise los ist, was so an Sex, Drogen und Gewalt da so läuft. Also gerade was Drogenkonsum angeht, da liegt heuer die Waldfee. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass wenn du eben sowas machst mit lustigen Katzen und hübschen Illustrationen, dass dann der erste Gedanke von vielen Leuten ist, es ist bestimmt für Kinder. Und daher war das dann am Ende so eine Art Plan B, zu sagen, ja, wir machen das DSK erstmal als Spiel für, ich sag mal, normale, reguläre Rollenspieler, also eher Erwachsene, mit der Option, dass wir dann ein Regelset zu bauen, oder beziehungsweise in dem Fall ich, dann noch ein kleines Regelset gebaut im Kompendium für Spiele mit Kindern, aber auch, wenn man einfach regelleicht narrativ spielen will. Kannst du auch DSA mitspielen oder was auch immer. Ja, das ist so offen und abstrakt, das funktioniert mit allem. Aber wir überlassen das quasi dann den Eltern oder Lehrern oder wer auch immer das jetzt was spielen möchte mit den Kindern. Meistens hast du ja den Erwachsenen dabei, vorzufiltern. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, dass man einfach Sachen, also DSK ist sehr flexibel da, wie man es darstellen möchte. Also ob es eher, du kannst ein super als Horror-Game spielen, du kannst es Ich als. habe einen Horrorabenteuer für eines der Crowdfundings geschrieben dafür, ja. Genau, du kannst es aber auch als klassische Heldenreise spielen. Bei Katzen hat meistens so einen egoistischen Anteil haben, da wird es ein bisschen schwierig. Ich muss die Hunde nehmen. Das geht, aber du kannst eben auch als Kinderspiel aufziehen, dann musst du halt bestimmte Sachen stärker betonen, andere vielleicht weglassen, weil wie gesagt, also gerade spätestens beim Bestiarium und bei den Kreaturen, die so rumtouren, das ist halt dann nur noch bedingt kindertauglich. Aber das ist ja immer so, dass halt der entsprechende Erwachsene, der dazu gange ist, da so oder so ein Vorbild dann vorlegen muss. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt von jemandem, der von Pädagogik nur begrenzt Ahnung hat, also ein bisschen. Kinder haben halt auch einen massiven Filter. Also Sachen, die einem Erwachsenen auffallen, an Andeutungen, an Anspielungen oder sowas, wo er denkt, Alter, weiß ich jetzt nicht, ob du das bringen kannst. Ich kenne das aus meiner Jugend damals. Ja, da gab es. Noch, ich weiß nicht, wer die Älteren, die wirklich alten unter uns, erinnern sich vielleicht noch an Nick Natterton. Natürlich. Ja, die irgendwie als Zwischenerwerbung im öffentlichen Rechtlichen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in der wirklichen Erwerbung beim öffentlich-rechtlichen zu, ich sag mal, kinder- und jugendrelevanten Zeiten, die Nick Natterton-Comics Ja, zwischendurch da sind so dazwischen. viele Zoten drin. Alter Falter. Ja, also was irgendwie Sex angeht, haben die sich da echt vor nichts geschämt. Aber als Kind hat man das halt nicht realisiert, weil man diese Nee. oder auch Anspielungen irgendwie an weiß ich, Altnazis und sowas, was da teilweise, ich habe mir vor einiger Zeit mal ein paar angeguckt nochmal, was darin vorkommt, das ist teilweise richtig hartes Zeug, aber als Kind hast du das überhaupt nicht verstanden. Janosch. Ständig poppen irgendwelche Tiere im Hintergrund. Also das ist, wenn du dir Janosch Bücher oder Filme anguckst, Junge, dann geht es echt zur Sache zwischendurch. Im Hintergrund wird ständig rumgevögelt. Aber das ist halt, weil hoffentlich Kinder davon auch keinen Plan haben, geht das halt an denen vorbei. Die normalisieren das, das heißt, die passen das irgendwie in ihr Weltbild an und dann spielt es keine Rolle, was für eine schlüpfrige Andeutung jetzt Nick Natterton gemacht hat, weil verstehe ich sowieso nicht. Und das gilt für, glaube ich, moderne Medien halt genauso.
Kommen wir nochmal zum Riegeldesign, was ja, also ein Rollenspiel entwerfen hat ja immer zwei Teile. Das eine ist, den Mechanismus des Rollenspiels zu entwerfen und das andere Welt und Flair. So. Wie stark sind die voneinander abhängig, deiner Meinung nach? Also, da es Universalsysteme gibt, müsste man eigentlich sagen, gar nicht, weil sonst gäbe es die nicht. Aber es gibt auch andere Dinge, wo ich sage, gibt's, macht für mich wenig Sinn. Aber ja, ist kein Argument, finde ich. Ja, es wäre halt, man könnte es natürlich als Indiz nehmen, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass ich, wenn ich ein Setting habe, möchte ich ja auch, dass, also normalerweise überlege ich mir ja auch, was spiele ich damit. Also es gibt halt so Grundfragen, mit denen man sich halt am relativ am Anfang beschäftigen sollte. Und dazu gehört eben auch, was machen eigentlich die Charaktere in dem Spiel und was machen die Spieler in dem Spiel. Das sind ja zwei verschiedene Schuhe. Und was sind das noch für Grundfragen? Das finde ich gerade spannend. Achso, also erstmal ist die Frage Settings. Also was für ein Setting will ich überhaupt haben? Was für ein Hintergrund will ich haben? Dann eben Position von Spieler und Charakter. Was machen die da? In welchen Positionen sind die da? Dann Zielgruppe. An wen wendet sich das? Ist es Einsteiger? Sind es Fortgeschrittene? Ist es irgendwie jung oder alt? Aus irgendwelchen Subkulturen sind das? Also was ich zum Beispiel, Vampire hat sich ja sehr stark an die Gothic-Szene angeklingt. Geben Erfahrungsgrad. Weiß ich, die Leute haben mit Sicherheit 3W10 zu Hause rumliegen oder Mensch, ehrlich, ich spiel und so weiter. Das sind also Fragen, die man sich stellen kann oder auch sollte. Was für ein Spielstil, das ergibt sich dann meistens wiederum aus den ersten beiden Punkten. Was für ein Spielstil will ich drin haben? Was soll es eher ein narratives Spiel sein, wo es eher so um die Story geht, um die zusammen irgendwie zu entwickeln? Oder erzählt einer die Story, anderen erleben die dann? Oder ist es eher so Herausforderungen schaffen? Dann ist die Frage, wer schafft die? Sind es eher die Charaktere? Also ist es eher so wertebasiert oder sollen es eher die Spieler sein, die Herausforderungen? Ist es Rätsel zum Beispiel oder Mördergeschichten oder sowas, dass es eher an die Spieler geht? Oder ist es eher so eine Art, ist es Simulation von Kompetenzen oder von Persönlichkeiten oder sowas? Das sind alles so Schwerpunkte, die man haben kann beim Spielstil, wo also das System dann hin soll. Und wenn dann diese vier Punkte, also Spielstil, Spiel, Ziel, Zielgruppe und Setting bzw. Hintergrund hast, einfach nur so ganz grob definiert auf einer halben Seite, dann ergeben sich sehr viele Dinge in der Regelentwicklung quasi von alleine. Wenn ich Entscheidungen treffen muss, will ich lieber komplexer haben oder will ich einfacher, will ich so eine Mechanik haben oder solche, was für Subsysteme will ich haben und so weiter und so fort, ergibt sich fast automatisch aus diesen Grundpositionen. Ja. Die Frage, wenn er sagt, ich möchte gerne noch ein Regelsystem haben, wo ich Hütchenspiel spielen muss, weil ich Hütchenspiel geil finde, dann ist es immer mal ein Faktor. Aber so im Kern sind viele Entscheidungen, lassen sich darüber relativ gut regeln. Schaust du dir eigentlich sehr viele unterschiedliche Rollenspielmechanismen, Spiele an? Oder versuchst du irgendwie möglichst unbelastet davon zu sein? Also ich kenne natürlich eine ganze Reihe, so über die Zeit, die man halt mal gespielt hat, so viele von den klassischen Sachen, aber auch mal irgendwas Anständigeres. Am Ende, glaube ich, kommt es aber auch nicht an die Mechanik oder auf die Mechanik selbst an, sondern nur, was sie abbildet. Also häufig geht es um Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist, dass XY passiert, dann vielleicht noch, möchte ich einfach nur Ja-Nein-Antwort haben, klappt ja, klappt es nicht, oder möchte ich eine Antwort haben, die mir sagt, wie gut es klappt oder wie schlecht es in die Hose geht. Und darum kannst du halt dann eine Mechanik basteln. Und ob du da jetzt 3W6, 20W10 oder Spielkarten verwendest oder ein Kakerlakenrennen, ist halt nur eine Frage, wie ich dann, was ich Wahrscheinlichkeiten abbilden möchte. Und so weiter. Also das im Detail, wie dann eine Spielmechanik aussieht, die ist auch teilweise noch austauschbar. Manchmal weniger. Es gibt sehr unterschiedliche Philosophien. Also ich bin ja eigentlich der nicht so viel mit Regeln am Hut hat. Aber ich spiele den Advocatus Diaboli hier, weil es mir Spaß macht. Ich finde, die Regeln sind auch sehr wichtig dafür, wie sich ein Spiel anfühlt. Ja, definitiv. Also nehmen wir Hexen 1733 ist ein Spiel, das durch seine Anleihen an
an MMOs sich sehr, sehr anders anfühlt als andere Rollenspiele. Also es ist halt ein Spezialistenspiel. Es ist gleichzeitig ein Spezialisten- und ein Teamspiel. Ne? Und wenn ich mir angucke, von den Year Zero-Systemen bringe ich immer sehr, sehr gerne Alien als Beispiel, das ja diese Stressregeln mit drin hat. Dadurch ist es perfekt, um eskalierende Settings zu spielen. Ja. Also, deswegen habe ich gefragt, ob du dir so, guckst du dir Regeln nur an, wenn du sie spielst, oder denkst du dir, ich habe was gehört hier, PBTA, ich hole mir mal ein Buch und lese mir das mal durch, um zu gucken, wie es funktioniert? Also, tatsächlich reicht es mir meistens überhaupt, mal nachzuhaken, weil es gibt ja unterschiedliche Systeme, ja. Wenn es dabei irgendwas Interessantes gibt, mal nachzuhaken, einfach sich mal erklären zu lassen, wie funktioniert das. Weil das zu lesen ist das eine, das noch ein Spiel zu haben und zu verstehen, wie funktioniert dann eben Hintergrund, Setting, auch das Genre, also ist es eher Horror, ist es vielleicht irgendwas an Western angelehnt oder was auch immer. Wie funktioniert es zusammen oder funktioniert es auch nicht? Und das geht am besten halt, wenn das ausprobiert. Also man kann das auch im Talken doch so durchdenken sozusagen, aber ich glaube, da geht doch einiges verloren. Wir haben tatsächlich einige Leute in der Community, die sich einfach aus Neugierde neue Regelsysteme holen. Also es gibt ja tatsächlich wahnsinnig viele, also seit kurzer Zeit gibt es halt auch sehr, sehr viel Entwicklung auf dem Rollenspielmarkt. Also ich finde so in den letzten 3-4 Jahren, vielleicht auch 5, ist unglaublich viel passiert. Ja. Also es sei es durch den Einfluss aus Schweden, wo irre viel passiert ist, dann sind ein paar echt super kreative neue Settings in den USA rausgekommen. Wobei ich mich immer frage, also es gibt ja auch den Unterschied zwischen, ja, es ist für einen One-Shot super spannend, aber will man das länger spielen? Deine Motivation ist, glaube ich, immer was zu machen, was für länger funktioniert, oder? Ja, also ich bin, also das ist eine Geschmackssache. Ich brauche mal Zeit, um in den Charakter reinzukommen, um zu verstehen, wie der so tickt und wie man den spielt. Also auch natürlich, wie Regeln funktionieren, also vielleicht macht man ein bisschen Minimaxing oder sowas oder willst du jetzt irgendwo hin. Und das braucht ja eine Zeit. Und so ein One-Shot ist halt immer so ein Wegwerfding. Also es ist schön, wenn der Charakter es überlebt und vielleicht irgendwie ein schönes Leben danach hat, aber das finde ich persönlich nicht sehr interessant auf Dauer, weil es ist halt dann, ja, man hat eine Story erlebt, aber es hat halt keine tiefergehenden Konsequenzen, weil du den Charakter nicht weiter spielst. Wenn zum Beispiel Monster Hearts ist ein geiles System, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie einen Charakter darin ewig lange zu spielen. Ist halt oder noch krasser, Alice is Missing ist ja nur wirklich ein reines One-Shot-Rollenspiel. Das spielt man einmal und dann hat man die Geschichte durch und dann war es halt auch. Also das hat quasi keinen Wiederspielwert. Ja. Ja, ich kann verstehen, dass man, also das ist halt ein, ich sag mal so, Rollenspiel ist ja ein sehr weitläufiges Hobby. Und es wird sehr auf sehr unterschiedliche Art und Weise gespielt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Spielstil. Was will ich halt wirklich mit dem Spiel anfangen? Und es gibt genug Spieler, die diesen Ansatz verfolgen, zu sagen, wir möchten halt einmal was erleben oder einmal ein festgelegte, sehr, sehr eng gesetztes Setting zu bespielen für eine bestimmte Art und Weise. Und das war's dann. Und das sind dann natürlich Spiele, die vielleicht keinen so gigantisch hohen Wiederspielwert haben. Weil sie halt sehr, sehr spezifisch, sehr eng gefasst sind. Das ist eine Kunst für sich. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwas gegen hätte oder es nicht schlecht finde. Ist halt nicht mein Ding. Ja, und ich bin mir durchaus bewusst, dass ich einen gewissen Spielstil habe oder eine gewisse Erwartung an Rollenspiel habe und dass es nicht für jeden sein muss. Also da ist, glaube ich, wichtig, aber es ist, ich glaube, hilfreich, wenn man da, sag mal, eine gewisse Toleranz besitzt, zu sagen, nur weil ich das so mache, heißt es nicht, dass es das einzig Richtige ist. Nicht? Ja, bei mir persönlich schon, aber für alle anderen jetzt. Also ich sage das jetzt nur für die Kamera. Okay. Du bist gerade wieder dabei, an was Neuem zu basteln. Also wer dir auf Facebook folgt,
Nee, bei Facebook heißt das ja, wer mit dir befreundet ist, das also deine richtig echten Freunde. Sind Menschen, die ich kenne. Ja. Teil, ja. Die, echt, ist das so bei dir? Ja. Bei mir muss ich gestehen, nicht mehr. Ja, noch jede Menge Leute, mit denen ich auf Facebook befreundet bin, die ich auch nicht kenne. Ja, nee, also ich lege da schon irgendwie Wert drauf, bin ich altmodisch, dass ich zumindest die zumindest mal gesehen habe oder mal irgendwie mit denen direkte Kommunikation gestanden habe. Ich sage mal zumindest so, sag mal 95%. Wie auch immer. danke für dieses Gespräch. Nehmen wir ein anderes. Wenn man mit dir auf Facebook befreundet ist, konnte man sehen, dass du dich wieder mit einer Idee schwanger trägst. Das klingt jetzt sehr falsch. Ja. Aber ich habe sehr lange an dieser falschen Formulierung gearbeitet. Aber im weitesten Sinne ja. Also ich habe, auch wenn ich jetzt natürlich anderweitig arbeite, also auch in der Spielentwicklung, aber halt nicht Rollenspiele, beruft einen halt so hobbymäßig oder was, ich sag mal, was die Hobbyleidenschaft angeht, nochmal wieder zurück, zumindest geht es mir so. Und es ist noch ein Hobbyprojekt aktuell. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt 2024, kommt das raus, am Mittwoch, letzten Mittwoch im Juni oder sowas, sondern es ist einfach nur, weil ich habe auch drauf gearbeitet, um zu basteln. Aber du hast es jetzt gesagt. Das heißt, es kommt 2024 am letzten Mittwoch. Ja. Im Juni. Genau, kommt irgendwas raus. Als Crowdfunding? Mindestens. Ja. Ja. Was? Das ist eine sehr gute Frage. es ist, also ich habe, es ist etwas komplizierter, deswegen weiß ich auch nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist. Aber es lässt sich runterdampfen auf Mad Max Western in der Dust Bowl. Also im mittleren Westen der USA. Okay, zeitlich? Also wirklich Western? Nee, also Mad Max Western, das heißt so drei Generationen von jetzt, grob, also irgendwie 2100 oder so, plus minus, weiß ich noch nicht, mal gucken. So Jahreszahlen kannst du ja beliebig rumwerfen, wie lustig bist, da kommt eh nie was Sinnvolles bei rum. Also es ist ein Amalgam aus mehreren Ideen, mit denen ich irgendwie rumrenne, schon teilweise seit 4, 5 Jahren, die teilweise auch völlig off sind und nichts miteinander zu tun haben, aber es ist kein Grund, sie nicht zusammen zu kloppen. Ja, erzähl doch mal, was sind denn die einzelnen? Genau, und zwar, also erstes Ding ist, ich finde, dass die Dust Bowl sehr spannend. Also diese Dust Bowl ist eine menschengemachte Naturkatastrophe aus den 1930ern, also vor knapp 90 Jahren, in wo ist das so, westliches Oklahoma, Kansas, nördliches Texas, so die Ecke, also wirklich so, wo wirklich nichts ist. Mhm. Ja, wenn man sich da mal bei Google Maps geguckt hat oder vielleicht sogar mal da war, da ist halt Gegend. Und da war früher mal Prärie, das haben die alles irgendwie umgebuttert, um da Weizen anzubauen. Und dann kam die Wirtschaftskrise und hat sich das alles nicht mehr gelohnt und es ist alles irgendwie liegen geblieben. Und dann gab es mir noch 3, 4 Jahre Dürre, wo überhaupt nicht geregnet hat. Ist allgemein eine sehr trockene Ecke da. Und dann haben sich da aus der trocken umgeflügten Bodenkrume riesige Staubstürme entwickelt, die also über die halbe USA gerollt sind. Es muss also die mehrere Jahre lang da richtig, richtig runtergegangen sein. Also wirklich der Tag zur Nacht wurde und irgendwie reihenweise Leute an Staublunge verendet sind und das Vieh auf den Fellen umgefallen und sowas. Das muss richtig quasi so eine Miniaturhölle auf Erden, weil der Mensch da halt Scheiße gebaut hat. Und irgendwann hat es immer zwischendurch mal geregnet, dann kamen Heuschreckenschwärme und haben alles wieder aufgefressen. Also lief aber auch richtig gut. Richtig gut für mich. Ja, also da, boah. Und das fand ich sehr eindrücklich. Es gab da auch bei Arte eine schöne Doku zu, wenn man sich dafür interessiert. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, wenn man das jetzt weiterdenkt, also wenn man halt so diese, wie kann das wieder entstehen, ne? Klimawandel und industrielle Landwirtschaft und so, und wie das nämlich für die Böden ist, und wenn du dann anfängst, irgendwie das Grundwasser abzupumpen, bis es auch nicht mehr da ist und so weiter, also bis es wirklich alles vor die Hunde geht, da, und da haben wir dann so ein Setting, das schon mal so in die Richtung geht, das ist so der erste Stück. Ein bisschen Tatooine. Ja, so ein, ja, Tatooine ist halt reine Wüste, aber schon hart, wirklich hartes Brot, also richtig hartes Land, harte Menschen, die da irgendwie auskommen, versuchen zu finden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass, und jetzt wird sehr wirr, das Painkiller-Album von Judas Priest.
dass ich. Das ist nicht wirr. Kennst du Merkborg? Ja, es gibt so Metal oder noch besser, Viking Death Squad. Wir haben ein Let's Play dazu gemacht und das ist nach einem einzelnen Song von Black Sabbath, nämlich War Pigs. Die haben da draußen Rollenspiel gemacht. Also ist nicht so wild. Ja, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man. Der Punkt ist, ich mag dieses Album sehr gern. Und wenn man sich die einzelnen Songtexte mal anschaut und diese Ideen daraus zieht und sich überlegt, was wäre, wenn es ein Setting wäre, wo all das vorkommt und ob inwieweit das alles Sinn ergibt, hat sich daraus quasi so ein fast Judge Dredd-artiges Mad Max Post-Apo irgendwas Ding. Sag nochmal, welches Album war das? Painkiller. Painkiller. Ja. Sehr hörenswert, wenn man das mag. Also, waren viele Bauelemente drin, die ich ganz, ganz witzig fand, ganz spannend fand. Das habe ich auch schon seit 2019, habe ich, glaube ich, immer mal einen Blogartikel dazu geschrieben, weil ich das witzig fand. Und da ich halt jetzt wieder anfangen möchte, irgendwas zu machen, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal ein paar aus der großen Ideenhalde, einfach mal lustige Sachen, die irgendwie zusammenpassen könnten und guck mal, ob das irgendwie fixt. Und das klappt natürlich, also so eine Art, also ist gar keine Katastrophe, aber so ein hartes Setting, dann schmeißt du das nach oben drauf. Da sehe ich schon Möglichkeiten. Also ein bisschen so ein bisschen Sci-Fi, aber auch so ein bisschen runtergekommen und so ein bisschen Western-Elemente drin und Improvisation und Sportautos, aber es kann auch jemand eine Laserpistole haben und so. Also schon ganz wild durcheinander. Dann regelseitig irgendwas, was ein bisschen auch taktisch ist, weil ich davon ausgehe, so taktischer Kampf, schnell, vielleicht mit Motorrädern und Leute, die sich gegenseitig über den Haufen schießen und so. Und da kommt man halt immer wieder nach Hause und in dem Fall ist es halt ganz, ganz weit in die Vergangenheit rein. Wer soll mal in die Kamera posten? Tanken für Danken. Prüsterchen. Ich bin ein großer Freund, du bist die anderen vielleicht nicht, von alten Shadowrun-Sachen, weil wir haben jetzt sozusagen unsere Rollenspieljugend ja auch in Shadowrun viel verbracht. Mhm. Beide dazu was geschrieben auch damals. Und ich glaube, dass die alten Shadowrun 2-Regeln, also Second Edition, das ist also ein Second Edition. Mhm. Von den Grundmechaniken, also die dritte ist ja nochmal sehr ähnlich, die sind ja eng verwandt. Von den Grundmechanismen echt smart ist, also was die wie tut, aber halt in der Umsetzung der Regeln dann teilweise hart, also ich sag mal, das war nicht ganz ideal. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Shadowrun 2 und 3 die besten Shadowrun-Regeln waren. Ach, sowieso. Also ich habe es letztens noch im Internet gelesen, Shadowrun, das einzige Rollenspiel, das es schafft, von Edition zu Edition schlechtere Regeln zu machen. Hat er jetzt gesagt. Habe ich nur gelesen. Ja, stand im Internet. Hat jemand anders gesagt. Ja. Ich habe gehört, jemand hat gesagt, dass. Ja. Okay, damit kann ich arbeiten. Nein, ich sage, dass die Shadowrun 6 Regeln nichts für mich sind. So, also Punkt. Könnte ich gar nicht sagen. Ich habe es fünfmal gespielt, aber 6 gar nicht. Ich habe es ausprobiert und okay. Es ist not my cup of tea. Also es gibt viele Fans davon, aber tatsächlich Shadowrun 6 trifft meinen Geschmack nicht. Ja. Also ich würde tatsächlich, was halt nicht geht, Shadowrun, also quasi Shadowrun mit Shadowrun 2 nochmal neu starten. Aber es ist natürlich lizenztechnisch und bla. Aber das zweitbeste ist zu sagen, ich nehme es einfach mal, reiße alles raus, entkerne es komplett, guck mir mal die Mechanismen an und guck mal, wie die funktionieren und was kann ich davon übernehmen oder kann ich so umbauen. Das ist einfach so als Werkzeugbasis sozusagen, das Neues zu erschaffen. Also nicht einfach, ich kopiere es jetzt, sondern quasi die Grundidee aufzufassen und das nochmal neu zu machen. Was ist denn die Grundidee? Also erstmal ist es ein Poolsystem. Ich weiß, es gibt Menschen, die hassen Poolsysteme. Ich mag die in dieser Version, weil man die Kompetenz des Charakters in Händen hält. Das heißt, je besser der ist, ja, desto mehr Würfel hast du. Und die Auswertung der Würfel ist auch nicht so mega kompliziert. Also weil du hast auf dem Tisch liegen und musst da gucken, wie viele 5, wie viele 6 habe ich. Irgendwie sowas. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Konfliktmechanik, also die reine Kampfschadensmechanik, ist dazu geeignet,
dass die Kompetenz des Angreifers massiv in den Schaden reingeht. Also je besser ich treffe, desto deutlich mehr Schaden mache ich. Das machen viele, also das D&D oder auch DSA machen es nicht. Außer du machst irgendwelche Special-Moves oder sowas vorher. Aber wie gut du wirklich im Angriff würfelst, außer bei einem Crit, ist irrelevant eigentlich. Außer du triffst. Ja, bei D&D geht der Kompetenzgrad schon mit in den Schaden rein. Mittlerweile so. Also der Übungsbonus, wie es so schön heißt. Ja, nee, ich Also meine, aber je kompetenter ich bin, desto mehr Schaden mache ich auch. Ja, das ist richtig, aber nicht, wie gut ich würfel. Nee, das stimmt. Genau, also das Würfelergebnis spielt da keine große Rolle, außer ich treffe, vielleicht treffe ich nicht. Darum, also da wollte ich jetzt hin. Und das ist bei Shadowrun natürlich deutlich anders. Je besser ich würfel, desto mehr Bums macht das. Und zwar deutlich. Die Grundlage generiert zwar die Waffe, aber also das heißt, je stärker die Waffe, desto höher fange ich schon an. Aber desto mehr Bums macht es. Und genauso umgekehrt, die Kombination aus Rüstung und Physis des Getroffenen reduziert diesen Schaden auch wieder deutlich. Und zwar nicht entweder 100% oder 0, also ich treffe, ich treffe nicht, wie Armor Class zum Beispiel, sondern oder einfach nur Schadensabsorption durch Rüstung, wie wir es eben von DSA kennen zum Beispiel, oder bei D&D 3.5 zum Beispiel mit Stoneskin und so, sondern dass es wirklich über die Mechanik läuft. Und das finde ich an sich sehr smart. Ist ein bisschen umständlicher. Aber auch da wieder, das sind dann immer Entscheidungen, die du beim Rollenspiel oder bei der Regelentwicklung triffst. Und da ist halt die Frage, möchte ich diesen positiven Effekt erkaufen durch die Komplexität? Das läuft ja häufig hinaus. Also ich bekomme etwas, was ich für gut halte, für das Spielgefühl oder auch für die Spielmechanik. Und ich bezahle damit mit Lernaufwand, mit Komplexität am Spieltisch etc. Und diese Entscheidung ist für mich dann relativ klar, ich will es haben, weil es halt so schön viel macht und weil es, glaube ich, sehr dynamisches Kampfsystem generieren kann und eben Ausrüstung und Kompetenzen und so weiter eine super Mischung ergeben auf beiden Seiten, also auf Angreifer und Verteidiger. Und das sind neben der Haptik, glaube ich, die großen Stärken von dem alten Shadowrun-Mechanismus. Und zu guter Letzt, auch neben der Haptik. Der Haptik ist ja auch so ein spielpsychologisches Ding. Das hat ja keine, also in der Spielmechanik spielt es keine Rolle. Ja, sondern es ist nur was, was ich fühle, wenn ich spiele. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wenn wir zum Beispiel früher Shadowrun gespielt haben oder auch Conventions oder so, gab es immer diesen Effekt. Also für die, die jetzt alte Shadowrun nicht kennen, es gab explodierende Würfel, das heißt, man konnte die hochwürfeln. Wenn ich eine 6 gewürfelt habe, habe ich nochmal gewürfelt, das Ergebnis habe ich draufgerechnet. Und wenn es wieder eine 6 war, habe ich die wieder weiter gewürfelt und das Ergebnis draufgerechnet. Also ich konnte mit einem sechsseitigen Würfel 20, 30, 40 als Mindestwurf generieren oder erreichen. Und selbst, es gab häufig Situationen, wo Leute gegen eine 4 gewürfelt haben oder irgendeine ganz triviale Probe, aber diese 6 halt immer weiter gewürfelt haben, um zu gucken, wie weit komme ich denn? Und haben sich gefreut, wie Bolle, dass sie eine 38 hatten oder eine 42. Ich gehörte zu diesen Leuten. Ich habe gerne, selbst wenn eine 4 gereicht hätte, ich habe die 6 weitergeworfen. Es musste so sein. Genau. Oder umgekehrt, konntest Situationen haben, wo der Mindestwurf völlig absurd hoch war, weil was du da gemacht hast, eine unglaublich dumme Aktion war. Sowas wie, ich springe aus dem Hubschrauber und im Flug zerschieße ich das Dach des Hauses unter mir, um da durchzubrechen und im ersten Stock zu landen. Also mal eine richtig dumme Aktion. Fallschirmspringen bei Shadowrun war schon immer eine dumme Ja, Idee. ohne werde ich springen, ohne Fallschirm. Ja, Sicher. das ist tatsächlich sicherer Ja, bei Shadowrun 3 Fallschirmsprungregeln, das ist eine andere Geschichte. Shadowrun 4 war es. Nee, es war noch 3. Drei, Das was? war noch Drei. 3, ja. Und da hast du halt Ansagen, komm ja, mach mal, würfel mal gegen 18 oder so. Was halt echt viel ist. Elderon sagt gerade, 42 geht nicht. Man hätte mindestens 43 gehabt, weil 42 durch 6 teilweise. Danke für diesen wirklich Wollte wichtigen nur sagen, das Hinweis. ist Elderon. Na Danke. gut, also. Nee, also ja, absolut korrekt. Aber dann hast du halt eine sehr hohe Ansage bekommen, wo der Spieler sagt, ehrlich, die Wahrscheinlichkeit. Und du würfelst und würfelst und würfelst und gibst Kammer aus und würfelst nochmal und irgendwann hast du halt diesen einen Erfolg. Ja, weil du halt einfach sau Glück hast und idealerweise sitzen die anderen Spieler da und gucken dir zu und finden das geil. Weil es halt einfach krass dumme Aktion ist, aber du kannst die halt gegebenenfalls Theoretisch kannst du schaffen. es schaffen. Und auch das ist eine Stärke des Systems, dass du immer eine Chance hast.
Also die ist teilweise statistisch gesehen oder stochastisch gesehen minimal klein, aber es gibt sehr selten Situationen, wo du eigentlich, wo der Spielleiter dir sagen, also über die Regeln, nicht über die Aussage, es Quatsch, funktioniert nicht, sondern einfach über die Regeln, die Regel dir sagt, geht nicht. Und das haben andere Systeme nicht, weil die halt irgendwann sagen, du bist halt immer aus der Range raus, was ich, du musst nur 101 würfeln auf dem 100-Seiter oder irgendwie sowas. Das geht dann halt logischerweise nicht, aber bei Shadowrun 2-3 ging das halt. Ja, eigentlich immer bei Systemen mit explodierenden Würfeln. Oder allgemein ja oben offen sind, Ja, sozusagen, ja. ja. Also Earthdawn hatte das ja auch. No Return haben wir jetzt letztens gespielt. Das hat ja auch zumindest einer der Würfel kann explodieren, die du hast. Star Wars D6, glaube ich, Savage Worlds, also aktivieren Savage Würfel, Worlds auch, ja, genau. kommen immer Aber wieder vor. das sind halt auch Spiele, die gerne cinematischere Dinge zulassen. Also Savage World ist ja perfekt geeignet, um krass cinematischen Scheiß zu machen. Ist das so? Also, Ja, ich weiß also nicht. das Suede, also die Savage World Adventure Edition, also die neueste Edition dafür, da kann man schon schrägen Kram machen. Ja, also ich Ich erinnere wenn mich auch daran, dass, wir wobei tatsächlich, das glaube ich damals daran lag, dass einer der Regelmechanismen nicht so benutzt wurde, wie er gedacht war. Also du hast ja die Eddies. die Bennys oder Bennies, genau. ich könnte jetzt dazu sagen, aber ich glaube, es führt A weg und ich würde mir sehr viele Feinde machen, deswegen. Das Ding ist, dieser Mechanismus mit den Bennies und das, was du tun kannst, ist sehr geil, wenn du einen Spielleiter hast, der großzügig mit Bennies ist. Ne? Wenn du einen Spielleiter hast, der das Zeug, also Bennies oder egal ob Bennies bei Suede oder die Possibilities bei Torque, das funktioniert super, wenn die ganze Zeit sich in der Rotation befinden. Also wenn das nicht eine Ressource ist, wo du denkst, oh mein Gott, ich habe drei und ich werde in 5 Abenden vielleicht einen neuen Benny dazu bekommen, dann behältst du die. Oder du haust die raus und bist tot, sobald deine Bennies all leer sind, weil die Gegner noch welche haben. Aber wenn du diesen Mechanismus aktiv einsetzt, dann kannst du da richtig schräges Zeug machen. Ja, Ich vielleicht, habe sehr viel also Spaß damit ja, gehabt. das bezweifle ich nicht. Ich habe schon ein paar Mal gespielt, also auch in anderen Runden, und es hat eigentlich nie, also dieses Fast-Food-Fun hat eigentlich nie funktioniert. Aber vielleicht haben wir es mal falsch gespielt, könnte sein, das weiß ich nicht. Aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, wenn man sagt, du mal, hier lief nicht, ja, Benny Fluss. Und das, irgendwann war das irgendwie so ein Running Gag, dass so die Startantwort auf alles. Ich hab irgendwie das Buch mal runtergefallen, jetzt ist es nass, ah, Benny Fluss. Ja, oder das war immer so die Standardantwort auf alles und das fand ich immer so ein bisschen schwierig. Aber es ist ein anderes Thema, Das ist ein ein anderes anderes Feld, Thema. ja. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend, was du da entwickelst. Also irgendwie so mittlerer Westen klingt so Post-Apo-mäßig. Es ist halt nicht wirklich Postapokalypse, weil die Welt ist nicht untergegangen, die ist halt nur scheiße. Also, Ja, okay. das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Also, das ist irgendwie also es ist halt ein schwieriges Thema, weil man halt fast nicht politisch werden kann. Eigentlich möchte ich das vermeiden, aber ich gehe halt davon aus, irgendwann zerbröselt der Keks. Ja, und dann spalten die sich erstmal irgendwie in zwei oder drei Entitäten auf und dann zerzanken sie sich untereinander und dann bilden sich halt irgendwelche Republiken und Theokratien und sonst irgendwas. Und viel leerer Raum, wo halt. Ist einfach niemand interessiert, wer da gerade das zu sagen hat, weil es ist einfach niemand da, der es umsetzen kann. Und dann hast du halt eben diese großen Metropolen und dazwischen halt viel, viel tote Fläche. Ja, wo halt Leute, also ganz wenige Leute irgendwie versuchen mit Rinderzucht oder irgendwelchen hydroponischen Gärten oder irgendwie noch über die Runden zu kommen. Ja, mit Entsalzungsanlagen irgendwie das Grundwasser sauber zu kriegen und so. Und dazwischen bewegen sich halt große Konvois, die halt Waren transportieren. Und da werden auch, du brauchst auch irgendwelche Sendetürme, weil du kaum mehr Satelliten hast, weil so viel Schrott da oben rumfliegt mittlerweile. Spätestens nach dem dritten, vierten Konflikt, der eben auch mit Satellitenzerstörung einhergeht, dass du halt nur noch terrestrisch quasi funken kannst, sozusagen.
dass Kommunikation, auch Warentransport und sowas, ist halt, dann muss da alles durch. Mhm. Und dann hast du halt die Pains, das sind so Gangs oder Milizen, die da halt Ärger anzetteln und sich da entsprechend bereichern. Und es gibt eben die Painkiller, die dann wie so Kopfgeldjäger oder sowas oder Problemlöser, die glorreichen Sieben, wie auch immer, da unterwegs sind. Das sind dann die Charaktere, der hat er dann auch. Okay, das sind also deine Charaktere sind genau, quasi. Das wären die Painkiller, die sich mit den Pains anlegen, die sich mit irgendwelchen Dingen anlegen, die irgendwie da draußen existieren, die Konflikte lösen müssen oder halt mit oder ohne Gewalt, die irgendwie verloren gegangene Konvoi-Fahrzeuge ausfindig machen, sowas in die Richtung. Ja, das ist so ein bisschen die Grundidee. Das heißt, als freie Söldner oder gibt es da noch Staat? Es gibt viele Staaten, aber die wenigsten kümmern sich halt darum, was draußen passiert, weil die genug damit zu tun haben mit sich selber und auch weil die verschiedenen Stadtstaaten nicht auch alle natürlich nicht grün sind. Das ist alles im Aufbau. Das ist alles noch so, wie könnte es funktionieren? Was funktioniert vielleicht nicht so gut? Zum Beispiel so ein Thema ist, wie sieht es mit Luftfracht aus? Warum sollte man Konvois verwenden, wenn man die Kiste nicht einfach in den Flieger packen kann? Ja, sowas in die Richtung. Kann man sagen, ja, weil die verschiedenen Staaten teilweise keine Überflugsrechte ausüben. Ja, weil die sagen, nur unsere Flugzeuge dürfen hier fliegen, was halt nicht funktioniert, wenn 500 Meilen weiter der nächste Staat losgeht. Da kommst du halt nicht weit. Und so cool. Oder weil Flugzeuge immer noch fossile Brennstoffe brauchen und es davon einfach nicht mehr so richtig viele gibt, dass bloß wirklich teure Dinge mit wirklich teuren Flügen transportiert werden. Das sowieso, also es ist dann auch eine Kostenfrage, aber also dass wirklich teure Dinge halt wirklich per Luftfracht transportiert werden. Andererseits natürlich, wenn man so ein bisschen Max-Mac-mäßig unterwegs sein will, nicht mit Elektroautos durch die Gegend fahren. In der Gegend, wo es nicht überall Strom gibt. Das heißt, die fahren halt mit Alkohol, mit Moonshine. Ja, die hauen sich da ihren 80%igen hinten in die Karre rein ab dafür. Und wenn sie mal was trinken wollen, dann wo ist halt die Schlauch raus. Ja, so ungefähr. Aber das ist halt, wie gesagt, das sind halt immer so Punkte, wo du dann überlegst, okay, das ist das Problem, wie löse ich das? Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, bei der Entwicklung, weil es gibt zwei Möglichkeiten, an sowas ranzugehen. Die eine Möglichkeit ist eben zu sagen, ich hab eine Idee und ich möchte gucken, wie ich die umsetze. Wie geht das? Wie kann das plausibel funktionieren? Wie können Katzen plausibel in Klamotten in Aventurien rumlaufen? Und die andere Perspektive, die man häufig hört, ist, ja, das geht ja gar nicht. Also das ist völlig Unsinn. Nee, das geht so nicht. Und das geht auch nicht. Und das geht auch nicht. Und das streicht jede Idee durch. Weil das geht ja alles nicht. Es gibt immer sehr, sehr viele Gründe, warum Dinge nicht gehen. Genau. Und das, diese Gründe sind zu 90% irrelevant. Sondern die Frage ist, wie müsste es aussehen, damit es funktioniert? Ja. Und damit kommst du weiter. Und ich habe immer wieder, also auch, ich arbeite ja auch mit Studenten zusammen, die dann eben mal Rollstuhl entwickeln oder sowas. Und dieser Reflex, erstmal zu sagen, nee, das ist ja unplausibel, schießt einem unter Umständen wirklich coole Ideen kaputt. Nicht jede Idee ist cool, nicht jede Idee ist gut, aber auch die guten leiden darunter, dass man erstmal sich selber so eine Art mentalen Maulkorb verpassen darf. Der innere Zensor. Ja. Und das ist, ob das nun Space Marine Katzen sind oder motorradfahrende Gänger in Oklahoma. Man muss erstmal definieren, das will ich haben. Und dann gucke ich, wie das funktioniert. Und die große Kunst besteht eben darin, dass es nachher plausibel ist. Das ist die Arbeit, also ein Teil der Arbeit, dass es nachher Hand und Fuß hat. Und das war mir eigentlich immer wichtig. Ich hoffe, das bei DSK auch abgeliefert zu haben. Ich habe DSK gespielt und ich habe so empfunden. Was mir halt von Anfang an, ich weiß nicht, ob vielen das auffällt, du hast ja tatsächlich in DSA-Veröffentlichungen vorher schon Dinge einfließen lassen, die zumindest vermuten lassen, dass das die Katzen gewesen sein könnten. Das fand ich eigentlich, hast du nicht in irgendeiner Veröffentlichung das drin gehabt, dieser besoffene Typ, der in einem Text davon erzählt hat, dass ihm die ganze Zeit die Puppenkleider von Viechern geklaut worden sind? Das war mal so eine Idee für einen aventurischen Boden, aber ich glaube, das ist nicht lebend durchgekommen. Schade, ja. Dann hattest du das nur erzählt. Ja. Ich hätte es extrem gut gefunden. Weil zu der Zeit, wo DSK überhaupt andersweise quasi im Kopfe geboren wurde, habe ich halt mit für DSK gar nichts mehr gemacht.
Sonst ja, aber holla die Waldfee. Aber das hat sich einfach nicht mehr ergeben. Schade. Ja. Und man. Weil es hätte halt funktioniert ohne DSK. Ne, du hättest einfach einen Text drin gehabt und es hätte Sinn ergeben, selbst wenn es nicht Katzen gewesen wären. Ja, es gibt Biestinger, es gibt alles Mögliche, wodurch das funktionabel gewesen wäre. Ja, also aber es hätte DSK cooler gemacht. Es hätte es definitiv also gegenseitig befruchtet, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob das quasi auch im Sinne der DSA-Redaktion ist. Also ohne ihn jetzt irgendwas behaupten zu wollen oder sowas. Ne? Ich weiß einfach nicht. Ob in den Plan passt, sagen wir es so. Ja, und ob das gewünscht ist. Und weil diese Abgrenzung zu sagen, ja, DSK ist halt eine Einbahnstraße. Ich habe damals immer gesagt, es ist meistens eine Einbahnstraße. Also ich habe mir immer die Hintertür offen gelassen, weil ich auch glaube, dass man diese Mischung bauen kann, ohne dass es wirklich kollidiert, also ohne dass es eine Zwangsläufigkeit ist zu erkennen. Es müssten erwachte Katzen gewesen sein. Aber dass halt Dinge geschehen, die in beiden Spielrealitäten sozusagen geschehen. Und DSA-Aventuren hat seine Erklärung dafür, was da passiert ist. Und man weiß aber auf der DSK-Seite, dass es eigentlich alles ganz anders war. Was ich halt sehr charmant finde, weil es eben diese Perspektivwechsel beinhaltet. Was halt DSK sehr charmant. Du machst das gerne, ne? Bin ich großer Fan von. Hast ja auch dieses DSA-Abenteuer geschrieben, wo man auf beiden Seiten einer Schlacht ist und sowohl die Orks als auch die Menschen spielt. Genau. Eines meiner Highlights mit dir als Spielleiter, muss ich sagen. Ja, das hat dann tatsächlich sehr viel später nochmal seinen Weg tatsächlich ins Offizielle gefunden mit Fionns Flüstern. Das ist Teil der Splitter, wie heißt das Dings? Dämmerung. Splitterdämmerung, genau. Splitterdämmerung, nicht Kampagne, aber Sammelsuchung von großen Abenteuern. Und ja, das ist tatsächlich, finde ich, sehr spannend, dieses Spiel mit Perspektiven und weil das ja eben auch, das ist ja eigentlich Kern des Rollenspiels, eine andere Perspektive einzunehmen. Eine andere Sichtweise anzunehmen und ein bisschen, also es geht ein bisschen in Richtung auch Empathie und so und zu verstehen, wie Leute ticken, die vielleicht ganz andere Wertegefüge haben oder andere moralische Vorstellungen oder irgendeine wüste Religion und sowas. Und das war eben bei DSA zum Beispiel zu sagen, wir spielen jetzt mal die klassischen Helden, Kampfhelden mit Action und Klopperei und Krieg und so. Und auf der anderen Seite haben wir halt Orks, die halt eine völlig andere Kultur haben, anderes Mindset, eine andere Vorstellung von der Welt und wie sie funktioniert und ihre Position da drin und das dann immer so abwechselnd und dann zu gucken, wie das sich so entwickelt und wie so die Konsequenzen der Handlung der einen sich auf die anderen auswirkt und zurück. Das war so ein Wechselspiel immer. Ich fand's mega spannend. Ich habe das wahnsinnig genossen. Weißt du, wir haben tatsächlich diverse Spielabende da dran gesessen und ich glaube, der Trick war, dass du uns gespielte DSA-Charaktere hast spielen lassen. Aber mit den Orks haben wir angefangen, ohne dass wir wussten, dass wir irgendwann unsere eigenen Charaktere spielen werden. Du hast uns das nicht verraten, als wir das damals gespielt haben. Sondern wir haben einfach, wir möchten mal Orks bei DSA spielen, haben angefangen zu spielen und haben dann da erst diese Gruppe Helden gesehen, wo wir gemerkt haben, Scheiße, ich komme mir bekannt vor. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war. Ich erinnere mich sehr genau, dass wir erst die Orks gespielt haben. Also ja, du hast gesagt, du möchtest mit uns mal eine Ork-Kampagne spielen. Das kann sein, ja. Und da hast du uns da nicht gesagt, dass das Konzept ist. Das haben wir dann erst gemerkt, als wir unseren Charakteren über den Weg gelaufen sind. Ja, aber wir hatten, glaube ich, vorher noch ein Abenteuer gespielt mit den Menschen, also mit den Regulären und dann. Aber da wusste ich nicht, dass es damit zu tun genau, hat. Also genau, das war ganz wichtig für mich damals, war als Gag sozusagen, dass man das erst merkt, wenn es zu spät ist sozusagen. Und dann war es halt immer so ein Wechselspiel. Also man spielt halt irgendwie ein, zwei Spielabende die eine Runde, dann wechselt die auf die andere, dann wieder zurück. Und dadurch hat es halt immer so, die haben sich halt nie wirklich direkt getroffen, weil das halt auch so ein bisschen schwierig wird, wenn man zwei Charaktere hat, die miteinander reden oder sich kloppen. Aber man hat sich halt mal so auf Distanz gesehen oder hat halt immer mit den, wenn die eine Gruppe irgendeinen Quatsch gemacht hat, hat das halt immer Konsequenzen für die andere, die dann später da aufgetaucht ist und dann
war irgendwie die Brücke kaputt oder irgendein anderer Unsinn, der NSC war verhauen worden, den man unbedingt noch reden will oder so. Sowas in die Richtung. Das heißt, man war mit den Konsequenzen klarkommen musste und man wusste halt als Spieler nie, was für Konsequenzen das sind, die man da gerade produziert. Also auch das, was man da gerade macht, für die andere Gruppe gut oder schlecht ist. Und da war Situation dabei, wo ich einfach sehr viel gelacht habe, weil ich nicht drauf gekommen bin, wie sehr ihr euch teilweise gegenseitig ins Knie geschossen habt. Wie sehr wir unseren eigenen Charakteren immer wieder ins Knie geschossen haben. Ja, also die meisten der anderen Gruppe dann, also in was für Probleme sie die gebracht haben, die ich selber gar nicht als Spieler vorher auf dem Schirm hatte. Eines meiner absoluten Highlights. Ja, das war schon sehr witzig. Wir kommen gerne zum Chat-Fragen-Teil. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Game Design, Rollenspieldesign, Abenteuerdesign, whatever, hat der Jens schon alles gemacht. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie sehr gerne. Eine Frage kam hier vorher schon. Muss man als Spieleentwickler ein Stück weit Statistiker sein? Also wenn man sich mit Regeln beschäftigen will, hilft es ein bisschen Stochastik. Also man braucht nicht viel tatsächlich. Aber so zu verstehen, so ganz grundsätzlich, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren und was eine Normalverteilung ist und sowas, also wirklich ganz rudimentär, hilft definitiv, sowas abbilden zu können. Wenn du sagst, ich schreibe Abenteuer oder sowas, dann kann man es ein bisschen gebrauchen, je nach Regelset, also wenn das komplexer ist, um zu verstehen, wie die Regeln funktionieren, aber dann ist es nicht so wichtig. Aber wenn ich Regeln baue oder Quatsch-Sachen für Regeln, also was ich erweitere, was ich Monster, Waffen, Zauber, dann hilft es definitiv. Im Moment sind sie still. Sie sind meistens immer ein bisschen eingeschüchtert, wenn ich sage, ihr dürft jetzt Fragen stellen. Stellt Fragen, verdammt. Kannst du ja den Ersten, der eine sinnvolle Frage stellt, was versprechen? Ich lese sie vor. Ist ein Versprechen. Das ist eine große Ehre. Ja, das ist super. Wann kommt das Katzen 40k? Wenn das irgendjemand macht. Also ich sag mal so, die schwarze Katze soll ja jetzt irgendwie möglicherweise bei diesem ORC-Ding dabei sein. Ist zumindest so angekündigt. Ja, mal gucken, wie es sich entwickelt, ist ja noch ein bisschen hin. Das heißt, wobei auch da die Frage ist, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, was genau das heißt. Ganz genau. Also, dass es dabei ist, okay. Aber was ist es eigentlich? Aber was von DSK ist dann offen verfügbar? Eben, und was heißt es überhaupt? Aber vielleicht irgendwann gibt es das Regelset ja und dann wird vielleicht irgendjemand sich denken, ja, ich darf zwar die schwarze Katze nicht verwenden und damit Turin auch nicht, aber ich sag mal, Power Armor und Flammenwerfer sind ja jetzt nicht geschützt. Also solange man keine Warhammer 40k Begriffe verwendet, knickknack. Ja. Also ich werde es mutig nicht mehr machen. Dafür bin ich einfach, was das angeht, auch einfach, glaube ich, zu raus. Aber ich hätte nichts dagegen persönlich, wenn das wer anders macht. Mit Katzen bist du durch. Ja, mit Katzen nicht, aber aktuell ist es halt, also allein der Aufwand, das jetzt also wirklich professionell durchzuziehen, das sehe ich halt aktuell nicht. Also das ist nochmal eine ganz, also privat als Hobby irgendwie ein Rollenspiel zusammen zu tinkern, ist das eine. Aber aktuell möchte ich mir die Produktion eines Rollenspiels nicht ans Bein binden, sagen wir mal so. Hat auch ein gewisses Risiko. Also ich meine, es gibt inzwischen die Möglichkeit, das als Crowdfunding rauszubringen, was definitiv das Risiko mindert. Aber nichtsdestotrotz muss man sich dann mit viel mehr Dingen auskennen als mit Schreiben. Ja. Ja, da hängt noch ganz, ganz viel dran. Und niemand sollte vernachlässigen, dass Großteile des Geldes bei der Produktion eines Rollenspielbuches ins Artwork geht. Das sowieso. Und Rollenspielproduktion ist halt auch eine sehr gute Methode, sag mal, größere Beträge in kleine Beträge zu machen. Das stimmt. Ja. Es ist wahrscheinlich einfacher, das Geld anzuzünden und aus dem Fenster zu werfen.
Ja, oder Rubbellose kaufen oder sowas. Rubbellose? Ja, da hast du noch. Aber man hat eine Gewinnchance. Man hat eine Gewinnchance. Man hat eine Gewinnchance. Lieber Shadowrun. Gut, da offensichtlich keine Fragen mehr kommen, würde ich einfach sagen, danke, dass du hier warst. Ja, also hat er selber Schuld, hab jetzt die Chance gehabt, Edge. Ja, jetzt kommt dann noch eine. Oh, das ist jetzt mit wem, lebendig oder nicht? Also ich glaube, derjenige müsste lebendig dafür sein. Aber du darfst ja auch... Mal schauen, wo die Frage weitergeht. Von daher. Mit wem, lebendig oder nicht, würdest du gern mal eine Rollenspielrunde spielen? Das ist eine gute Frage. Also, das ist für mich jetzt ein weites Feld. Ja. Also allein mit der Möglichkeit, überhaupt jemanden kennenzulernen, das ist ja schon mal impliziert da drin, würde ich, glaube ich, eine Rollenspielrunde mit Friedrich Barbarossa, fände ich witzig. Ah, ja. Den will man, könnte man noch mitnehmen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, mich irgendwelche bekannten Autoren wie Mark Twain oder Goethe oder so. Oder Shakespeare oder sowas. Einfach mal zu gucken, wie die rausknallen. Bei Shakespeare ist dann die Frage, welchen davon? Ja, und ich glaube, es wird sehr schlüpfrig dann. Ich sehe noch nicht den Nachteil, aber bitte. Ja, ich glaube, dass es ein Nachteil ist. Bringt halt das Spieler nur in eine bestimmte Richtung. Ja. Also von daher, allein das, klar, kann man natürlich jetzt irgendwie alle möglichen nennen. Also ihr seht, ich nehme die Frage ernst, tut mir leid. Nee, finde ich gut. Von daher, das ist sicherlich mal, wäre natürlich mal ganz spannend, das mal zu gucken, wie die so ticken und wie die mit so einer Frage umgehen. Also non-lineare, dynamische Erzählung. Ich glaube, so die Theaterautoren kommen da, glaube ich, mutig besser mit klar. Also so ein Shakespeare, so er denn physisch existiert hat, wäre da, glaube ich, am ehesten gut dabei. Während so der klassische Romanautor ist ja, ohne jetzt Romanautoren auf die Füße treten zu wollen, und das stimmt sicherlich auch nicht, aber das ist halt, ne? Stimmt nicht generell, aber ich weiß, glaube ich, auch du ihn hast. Dass eher der Wunsch des Erzählens da ist und weniger des Miteinandergestaltens. Aber das ist vermutlich eine Unterstellung, die nicht stimmt, aber es ist halt so ein Klischee, dass mein Kopf leider positiv spukt. Tut mir leid, Romanautoren. Sind wir jetzt durch. Ja, von daher, also da würden mir schon einige Leute einfallen. Also wenn es lebendig oder tot ist, vielleicht auch ein okay, jetzt soll ich was Geschmackloses sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Also ein toter Hitler wäre für mich auch in Ordnung. Ja, zum Beispiel. Wenn ein toter Hitler am Tisch sitzt. Ja, finde ich sehr offen. Ja, ich glaube, Ozzy Osbourne finde ich sehr lustig. Aber ich glaube nicht, dass er sich länger als 10 Minuten konzentrieren kann. Das weiß ich nicht, aber es könnte sehr der Junge, sehr witzig der Junge Osbourne. Ich glaube, der konnte sich noch schlechter konzentrieren, weil er... heute hat er die Auswirkungen von den Drogen, damals hatte er die Drogen. Vielleicht kurz davor, also quasi bevor er genug Geld für Drogen hatte. Ja. Also, und ja, Dead Operator, die Tapete ist wirklich endgeil. Also tatsächlich, bei mir wäre es Ozzy Osbourne, hätte ich gern dabei. Finde ich, glaube ich, sehr, sehr cool. Wenn ich Ozzy, dann Alice Cooper. Ja, okay. Glaube ich, ein sehr kreativer und denkender Mensch. Was wie Jules Verne ist bestimmt auch witzig. Ich glaube tatsächlich, Jules Verne gehört auch dazu. Da muss man Steampunk spielen. Ich glaube, sonst, also wenn ich den heute in die Zeit hole, der rastet erstmal komplett aus. Ja, oder was ich wie. Da Vinci. Ich hätte nochmal. Glaube ich, auch ein total kreativer Freak, den ich gerne dabei hätte. O.G. Wells, wie heißt der? Namen. Von 1984. Orson Welles. Orson Welles? Ist einer der Wells, aber es gibt ja mehr. Ist ein Wells. Ein großer Fisch. Ja. Um zu gucken, weil dieses eher so, wo entwickelt sich die Welt hin und so, was für ein Mindset dahinter steckt, dass man sich über solche Dinge so tiefgehend Gedanken macht. Finde ich auch mal ganz spannend. Also, es gibt so viele. Ich glaube, ich finde es spannend, mich mit denen zu unterhalten, aber ob ich Spaß hätte, mit dem Rollenspiel zu machen, ist halt eine andere Sache. Das Ding ist halt, bei Rollenspielen kann man Menschen ja auch näher erkennenlernen. Manchmal näher, als man will. Zugegebenermaßen ist ein bisschen der Nachteil, aber man kann, glaube ich, Menschen da durchaus
Es ist ein sehr soziales Spiel und auch so eine Simulation, was könnte ich tun, wenn ich nicht ich wäre und so. Es ist, glaube ich, eine sehr persönliche Sache unter Umständen. Und da kannst du, glaube ich, auch Leute sehr nah kennenlernen, ohne dass das irgendwie so seelenstriptisch wird. Und von daher fände ich das schon spannend, ja, wie so das Mindset ist, wie die Leute so denken. Und ich glaube, das kommt in einem Rollenspiel, kann das durchaus gut rauskommen. Noch eine Frage, hast du Zeit, dich mit anderen Dingen als Rollenspiel zu beschäftigen? Ja, muss ich ja. Also mache ich beruflich, von daher. Ja, doch. Also ich bin halt, wie gesagt, eigentlich in einem anderen Bereich der Spielentwicklung unterwegs. Wir machen halt so Tablet-Games für Senioren, so Übungsspiele Ich und so. hätte. Geht erstmal weiter und dann Nö, quatsche ich dir die Punkt. ganze Zeit Alles rein. gut. Ich hätte unglaublich Bock, mal ein Let's Play mit Senioren zu machen. Ja gut, ich meine, mal ehrlich, die Rollenspieler werden nicht jünger. Nee, Also. aber schon so Senioren in dem Sinne von 80 plus. Ja. Weil ansonsten sind wir nah an Senior dran. Eben. Aber tatsächlich, das sind ja noch die zwei Let's Plays, die ich gerne mal machen würde. Einmal mit einer Gruppe irgendwie 80, 85, 90-Jähriger. Und einmal mit Kindern. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Let's Play sein muss, aber von deiner Seite aus kann ich es verstehen. Für mich wäre es irrelevant, ob jetzt eine Kamera mit ist oder nicht. Wobei nicht irrelevant, aber es hat eine andere Nummer. Aber überhaupt, ja, mal gucken, wie das so funktioniert. Ich habe tatsächlich auch schon seit einiger Zeit, weil wir eben in diesem Bereich arbeiten, den Gedanken mal so, wir haben ja an der Hochschule, kann man da auch AGs aufmachen und so, dass wir die Studenten mal dazu bekommen, irgendwie in Seniorenheime zu gehen und mit denen irgendwie mit den alten Herrschaften überhaupt was zu machen. Was ich für Ja. so eine Nintendo Wii, das ist bedienungsmäßig, das kann jeder. Ist auch sehr beliebt für, ich sag mal, Casuals, also für Leute, die keinen Kontakt oder wenig Kontakt zu digitalen Medien sonst haben. Hand-Augen-Koordination ist sehr, sehr gut, wenn man sie trainiert für Leute mit beginnender Demenz zum Beispiel. Und sowas wie was ich, das Nintendo Kegeln oder sowas, ja, ist Ja. halt. Das ist halt super simpel, das ist so eingängig und intuitiv, da muss man nicht viel erklären. Aber das hat halt bisher mit Corona und sowas, war es halt keine gute Idee. Aber irgendwann mal fände ich das ganz spannend, einfach mal also diese Connection überhaupt herzustellen. Weil wir waren ja Zivis. Ich Nee, nicht. du Ich warst ja. war studentische Stimmt, Hilfskraft. aber du Du warst warst beim Zivi. Bund. Ich war Zivi. Du warst beim Bund und aber ich war noch Zivi und das hat also überhaupt sich mit so einer Situation auseinanderzusetzen, in einem Altenheim zu sein, mit Leuten, also alten Menschen, die wo es vielleicht auch mal körperlich und manchmal auch geistig mal so rund läuft, sich das überhaupt mal bewusst zu machen, wie Dinge so sind, das fand ich für mich durchaus prägend und auch für viele Leute, die ich kenne aus meinem Jahrgang, die das gemacht haben, war das sehr prägend. Und deswegen finde ich diese Idee allein deswegen schon ganz interessant, Studenten irgendwie in frühen Semestern mal in Verbindung zu setzen mit Leuten aus Seniorenheimen. In Trier haben wir da auch jede Menge von. Und Überall. ja, genau. Seniorenheime gibt es Ja, aber genug. also Trier ist da schon für die Region so eine Hochburg quasi. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ganz interessant wäre. Ja, es kommt tatsächlich noch eine Frage. Man könnte meinen, dass in Deutschland in Sachen PnP eine Spaltung zwischen Norden und dem Süden besteht. Im Norden gibt es viel mehr Veranstaltungen als im Süden Deutschlands. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Ich würde mal fragen, ist das so? Ja, Also. tatsächlich. Also wenn du, ich sag mal von hier Richtung Norden. Also ich würde das hier noch halbwegs als die Mitte Ja, bezeichnen, also also Frankfurt, der ja. südliche Teil der Mitte. Von hier Richtung Norden sind fast alle Rollenspielveranstaltungen. In München gibt es keine nennenswerte Convention. München ist ein Loch, definitiv, In ja. also wenn ich von hier aus Richtung Süden gucke und überlege, welche Conventions es da gibt, gibt es eigentlich nur eine wirklich nennenswerte, die mir einfällt. Gut, Aschaffenburg ist jetzt auch schon ein bisschen südlich von hier, aber die einzige, die mir einfällt, ist eine, die relativ neu ist im Saarland, die SaarCon. Die haben tatsächlich ziemlich viele Leute dahin bekommen. Aber ansonsten
Eher nicht. Also ich sehe es, also Stuttgart gibt es auch nichts, sagt Gortian. ja, es hat die Frage, wo man Nord, ich bin aus dem Ruhrgebiet, von daher ist alles südlich von Köln, ist quasi Alpen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Perspektive dabei. Aber also wenn man quasi so diesen, den mittleren Süden nimmt, ja, also Aschaffenburg, Schweinfurt, da ist der Ork, da ist Schweinfurt das Spielefestival. Aschaffenburg jetzt im Februar 24. bis 26. ist CaveCon. Dreieich ist für mich im Süden, tut mir leid. Es ist ein bisschen Ja, südlich aber von es ist. Frankfurt, von daher ist es für mich im Süden. Ich weiß es für Leute, die aus Baden-Württemberg kommen, die fühlen sich jetzt Oder aus Bayern. aus Bayern, die fühlen sich jetzt verarscht, tut mir leid. Ja, tatsächlich, also wenn man, also ich sag mal so, in der Mitte ist halt da nochmal relativ viel. Bis, ich weiß nicht, in Bayreuth gab es mal eine, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und auch viele kleinere. Klar, dann irgendwie. Nordkorn ist im Norden, das ist offensichtlich. Ich glaube, Hannover spielt, gibt es glaube ich nicht Es mehr. gibt noch die Unicorn in Kiel, die ist auch ziemlich groß. Ja, weiß nicht, wie groß die ist. Weiter. Also ich sag mal, in Deutschland ist ja alles, was über 150 geht, Ja, gut, es ist ein Gigant. groß. Ja, so gesehen ist es So, groß, ne? ja. Also 100 ist schon. Also ich sag mal, ich habe mich mit dem Christian von der Dreieich drüber unterhalten. 80 bis 90% der Conventions in Deutschland haben unter 100. Die meisten so um die 50 Besucher. Ding ist, so eine Veranstaltung, also ich sag mal so, es ist immer abhängig von der Location. Wenn du eine Location hast, ist cool, wenn nicht, hast du ein Problem. Wenn du ein Pfarrhaus hast oder eine Hochschule oder eine Schule oder ein Jugendheim oder irgendwie sowas, du hast da Zugriff drauf, aus welchen Gründen auch immer, ja, wo du 50, 60, 100 Leute reinkriegst, wo irgendwelche Klassenzimmer drin sind oder Nebenräume oder du irgendwelche Zwischenwände reinschieben kannst oder irgendwie sowas, hast du gewonnen. Ich habe da auch einen Gedanken darüber gespielt. Machst du mal, also in Trier gibt es eine kleine an der Uni, Tricon oder ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe natürlich auch schon drüber nachgedacht. Machst du einen eigenen Kon? Ja, weil an der Hochschule Trier, das geht schon. Ja, wir haben da Räumlichkeit. Und ich hab da irgendwie ganz andere Sachen veranstaltet. Von daher, wenn man Location hat, einfach machen. Einfach mal drei, vier Leute zusammentrommeln. Gerade wenn man Rückendeckung hat aus irgendeinem Verein oder sonst irgendeiner rechtlichen Entität. Womit du halt dieses ganze Thema Steuern und Versicherung und bla irgendwie nicht hast, dann glaube ich, ist das kein so gigantisch großer Aufwand. Hast du gehört, Asael, du bist Münchner. Der Münchner Stammtisch ist schon ein guter Einstieg. Mal umhören, also ob Und ich höre gerade, jemand. im Februar ist die Bavaria kommen in München. Stimmt, hatte ich auch gelesen. Die haben so ein, haben die nicht so ein Löwen als Logo? Ich habe es mal irgendwo an der Hand gehabt. Macht gerade Sinn. Ja, Also. yeah, aber ich meine, ich habe das noch mal gesehen. Also ich meine, ich habe noch Flyer von denen gesehen. Gut, also grundsätzlich denke ich, liegt es ein bisschen mit daran, dass die Verlage nicht so weit im Süden sind. Wobei sie auch nicht weit im Norden sind. Also die sind halt alle auch so im Mittel, also hier Friedberg, Pegasus, Waldems. Genau. Also beides Frankfurt in der Nähe von Frankfurt, Ulysses, gut, Uhrwerk ist irgendwo, Köln. stimmt, die sind jetzt in Köln, die hatten nur ihr Lager irgendwo anders. Ne? In Birumbur. Das klingt nach Mongolei, weil es Aus vermutlich aus Friesland. Friesland, ja. Ja, aber das war nur das Lager. Aber der Verlag war schon sehr, sehr lange in Köln. Ja, also das ist halt alles so Mittelachse, sage ich mal. Ja. Ja, Benpro war in Erkrath, also von daher auch nicht so weit weg. Also in der Nähe Düsseldorf. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es für Spieleveranstaltungen generell eine stabile studentische Atmosphäre geben muss in der Stadt. Also Erlangen zum Beispiel hat sehr, also es ist halt nicht Rollenspiel. Ne? Ob sich das dann Richtung Rollenspiel oder Brettspiel entwickelt, ist fast Zufall. Aber es gibt die Erlanger Spieletage und die Erlanger Comic-Tage, die da sind. Und aus einer studentischen Blase heraus kann sich ein aktives Hobby, eine Hobbyszene entwickeln. Es hat halt den Vorteil, es sind Leute, die da weiter stecken können. Auch wenn das vielleicht dann mal ein Semester länger dauert.
Aber so ist es halt, seien wir ehrlich, ich habe mal, wir haben ja auch studiert. Und die halt auch da entsprechend die einfach die technischen Möglichkeiten haben, ich meine, Hochschule was zu machen, eben weil man eine AG auch gemacht hat oder weil man irgendeiner in der Fachschaft sitzt oder sowas. Und das sind schon gute Startmöglichkeiten natürlich, aber das geht mit Sicherheit auch mit der Freiwilligen Feuerwehr oder so, keine Ahnung. Also wenn die Location haben. Ja. Und der Chef nicht sagt, weil der bescheuert, nicht eben Satanisten und Perverse oder perverse Satanisten, dann wird es schwierig. Also Satanisten, ich bin dabei. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Hooray, das Danke, Ende. danke, dass wir hier zum Ende kommen. Ja, Heißt, wir bekommen jetzt was zu essen. das Das ist ist schön. gut. Das Ende naht, spürt ihr das? Ja, leider. Denke ich mir jeden Morgen, wenn ich aufwache. So. Sag mal danke, dass du hier warst. Ich fand es sehr spannend. Ja, das war eine Freude. Gerne nochmal wieder, dann zu einem anderen Thema, wo wir über Dinge fachsimpeln. Macht mir immer Spaß. Wenn ihr Ideen für Themen habt, über die man im Stream noch reden könnt, dann schreibt mir das gerne auf dem Discord. Ansonsten danke jetzt, dass du da warst. Das war eine Freude, aber auch da draußen und gucken wir mal. Es findet sich mit Sicherheit was. Es findet sich was. Ansonsten denkt dran, morgen Vormittag ab 10 Uhr, also nein, um 10 Uhr fängt der Stream an morgen früh und dann ist erst der 10 Minuten durch. Und nach dem 10 Minuten durch startet, ja, der 10 Minuten durch, dann sitzt Ich Saskia da, wo du jetzt habe sitzt. nichts dazu gesagt, was auch immer ein 10 Minuten durch sein mag. Es gibt Subtext und das weißt du. Ich würde das Dein niemals. Gesicht Nein, hat sehr viel ich habe Subtext. keinerlei Gedanken dazu verschwendet. Genau. Also, morgen zum Frühstücksstream nach dem 10 Minuten durch startet der öffentliche Vorverkauf für die LulaCon, die vom 28.04. bis 1.05. auf Burg Breuberg ist. Die Patreons konnten ja schon ab Freitag die Karten erwerben und die, die noch da sind, es ist noch mehr als die Hälfte da, also ganz Ruhe, kann morgen die Karten erwerben. Wir freuen uns drauf. Also seid morgen früh dabei, genau wie Dead Operator schreibt, F5, 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 aber erst ab morgen. Also ihr müsst es jetzt noch nicht. Morgen früh auf lurchundlama.de startet der Vorverkauf. So, genug Quatsch, ich habe jetzt auch Hunger. Gut, macht's gut, wir verabschieden uns von euch. Wie immer mit dem traditionellen Ende meiner Streams, mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigen. Ihr habt euch wohl, inshallah, macht's gut, liebt euch, spielt Spiele, seid nett zueinander. Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. So, jetzt.